Wie schnell kannst du pullern? Naja, das Ding ist halt, also Physik funktioniert so, wenn du halt einen übel großen, dicken Schlauch hast, kommt dann natürlich mehr Wasser raus, als aus einer kleinen Wasserspritzpistole. Na, wenn du quasi super viel Wasser loswerden willst, na, dann ist natürlich eine große, gewaltige Öffnung wichtig. Tatsächlich habe ich ja auch schon vor 10 Minuten laufen lassen, weil auch das, es dauert ja eh, dass Wasser dann auch da ist. Na, sonst sitze ich ja unübel lange. Deswegen mache ich manchmal so,